1999 drangen die Lawinen in den Alpen bis in die Dörfer vor. Das hatten die Einheimischen seit einem halben Jahrhundert nicht mehr erlebt. Die meisten von ihnen noch nie. Wir hatten ein riesiges Glück, dass wir im richtigen Moment die Straße gesperrt haben, dass wir im richtigen Moment evakuiert haben. Und wir haben wirklich all, im Nachhinein kann man sagen, alles richtig gemacht, alles gut gemacht. Aber es war wirklich eine Aktion auf Gefühl. Es kamen tausende Lawinen innerhalb weniger Tage. Einzelne erreichten im Talgrund Orte, wo niemand sie erwartet hätte. Im Walliser Dorf Evolen begrub eine Lawine 9 Menschen unter sich. Als die grosse Lawine in Evolen passiert ist, sind die grossen Lawinen vom Gums, vom Lütschental, von Löckerbad gekommen. Und haben gesagt, endlich tut sich der Berg jetzt ein bisschen lesen. Wir haben gespürt, jetzt ist die ganze Spannung da, die kommt jetzt, jetzt tut sich der Berg ein bisschen entleeren. Wir hätten nie an Evolen gedacht. Der ganze Alpenraum war betroffen. Vom italienischen Aostatal über die Schweiz bis ins österreichische Galtür. Zum ersten Mal waren nicht nur Einheimische, sondern vorwiegend Touristen unter den Opfern. Wir möchten unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Das war ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite sehr viele Vorverurteilungen, die gänzlich unberechtigt waren. Auf der anderen Seite ein hohes Maß an Unterstützung, ein hohes Maß an Solidarität. Es war ein schicksalhafter Moment. Die einen waren mit ihrem Auto zu früh unterwegs, die anderen zu spät. In Evolen wurden 5 Feriengäste, 4 Franzosen und 1 Schweizer, in ihrem Chalet begraben. Das letzte Foto vom kleinen Edgar und seiner Mutter Delphine. 2,5 Stunden später waren die beiden tot. Der Franzose Jean-Louis Combe verlor seine ganze Familie. Martine, meine Frau, Delphine, meine Tochter, Edgar, mein Enkel und Erik, mein Schwiegersohn. Die Sicherheitsverantwortlichen von Evolen wurden wegen Fahrlässigkeit angeklagt und verurteilt. Das war in der Schweiz noch nie vorgekommen. Ich habe ein ziemlich ruhiges Gewissen. Das ist das Wichtigste. Seit dem historischen Lawinenwinter ist viel geschehen in Evolen. Heute halten Stahlnetze den Schnee in den Hängen des Torrent du Brequet. Hier hatte sich die todbringende Lawine am 21. Februar 1999 gelöst. Sie riss sein bewohntes sowie 11 evakuierte oder leerstehende Chalets mit sich, verschüttete 2 Straßen. Nichts konnte sie aufhalten, auch diese Schlucht nicht. Bis dahin hatten die Bergbewohner solch extrem große Lawinen stets als Schicksal hingenommen. Nun wurde in Evolen erstmals die Frage nach der Schuld gestellt. Wie schwer sich die Leute von Evolen mit dieser Frage tun, lässt die unscheinbare und namenlose Gedenktafel für die Lawinenopfer erahnen. Für die Gemeindepräsidentin von Evolen ist der Lawinenwinter 99 fern und nah zugleich. Im Februar 99 war ich 10 Jahre alt. Ich war daheim mit meiner Familie. Plötzlich wurde es schwarz. Wir hatten keine Elektrizität mehr. Wir wussten nicht, was passiert war. Wir warteten, aber das Licht kam nicht zurück. Erst am anderen Morgen erfuhren wir die schreckliche Nachricht. Wir kannten einige der Opfer. Später an dem Tag brachten unsere Eltern uns zum Ort, wo die Lawine gekommen war. Wir hatten es im Fernsehen gesehen, aber wir konnten nicht glauben, dass dies bei uns passiert war.
Zwei Tage nach dem Unglück kommen Bagger zum Einsatz. Dennoch gab Jean-Louis Combe die Hoffnung nicht auf, dass seine Familie noch lebte. Es sind solche Bilder, die das Dorf in der Val d'Iran jahrelang verfolgten. In den Jahren darauf hatten viele Leute Zweifel. Sie informierten sich, bevor sie kamen. Es war schwierig, aus Evolène wieder eine Winterdestination zu machen. Noch vor wenigen Jahren, wenn man auf Google Evolène eingab, kam man direkt auf das tragische Ereignis. Sicher, dieses gehört zu unserer Geschichte, aber das darf nicht alles sein zu Evolène im Winter. Auch im österreichischen Galtür sind die Hänge heute gut gegen Lawinen gesichert. Auch hier erinnert eine Tafel an die Toten. Im Gegensatz zu Evolène sind sie alle mit Namen aufgeführt. Die Grieskogel-Lawine zerstörte einen ganzen Dorfteil und verschüttete 31 Menschen. Wie in Evolène sahen auch hier die Verantwortlichen die Katastrophe nicht kommen. Noch nie war eine so große Lawine von diesem Hang abgegangen. Auch dieses Dorf war nach dem Unglück nicht mehr dasselbe. Peter Mattle war schon damals Bürgermeister von Galtür. Das Ereignis hat unsere Dorfgemeinschaft durchaus verändert. Es waren gerade die ersten Jahre danach Jahre, in denen wir unwahrscheinlich stark zusammengehalten haben. Wir haben gemeinsam an Zielen gearbeitet. Wir haben gemeinsam geschaut, dass wir dieses Ereignis überwinden können. Es hat das Dorf natürlich auch in seinem Aussehen stark verändert. Im Dorf hat es neue Lawinenschutzmauern gegeben und im Dorf hat es auch dieses spezielle Gebäude, das Alpinarium, gegeben, das in eine Schutzmauer integriert ist. Trotz der 17 Toten, die es in der Schweiz gab, reden die ehemaligen Sicherheitsverantwortlichen von einer erfolgreichen Bewältigung des Lawinenwinters 99. So auch Charlie Vuillou, der damalige Monsieur Katastrophe im Kanton Wallis. Es war eine unglaubliche Naturgewalt. Wir haben schon gewusst, dass die Natur stark ist, aber in dem Maß haben wir es nicht so gerechnet. Und für mich war es eine sehr traurige Zeit, wegen dem Fall von Evolène, wo wir eben 12 Tote hatten. Aber sonst unglaublich reichhaltig. Der Lawinenwinter hat uns gezeigt, dass wir eben gar nicht so falsch waren mit den ganzen Berechnungen der Lawinenzone. Das war für uns natürlich ein Erfolg und die Leute haben wieder mehr an uns geglaubt. Abgesehen von den tragischen Ereignissen in Evolène gab es für den obersten Lawinenschützer im Kanton Wallis keine wirklichen Überraschungen. Die Lawinen kamen dort, wo er sie erwartet hatte. Wir haben im Wallis 850 Lawinen, keine 99, und nur 6 Lawinen sind über die Grenze geflossen, die wir berechnet haben. Damals haben wir natürlich dann ziemlich rasch 80 Straßen schließen müssen, fast sämtliche blaue Zonen evakuieren müssen. Und das ist natürlich schon ein Erfolg, weil am Schluss muss ich gleich sagen, es sind 150 Gebäude, die komplett zerstört worden sind. Und 145 sind zum Teil zerstört worden. Und da war niemand drin. Unglaubliches Glück hatte der junge Bergführer Peter Schwitter gehabt. Und mit ihm das ganze Walliser Bergdorf Platten. Hier ging die Gratlawine nieder. Es war die größte Lawine im gesamten Alpenraum. Es mutet wie ein Wunder an, dass es keine Toten gab. Der Moment, der mich am meisten beeindruckt hat, war, als ich hier gestanden an diesem Ort. Und zwar genau zu dem Moment, wo die Lawine abgegangen ist. Wir haben wegen einem medizinischen Notfall hier befunden, zusammen mit einem Rettungskollegen. Und genau Punkt 3 Minuten vor 5 haben wir ein Wummgeräusch gehört, das hat man deutlich gehört. Und dann hat man einfach das Gefühl, es kommen 1000 Lokinnen oder Güterwagen auf einem zu.
Und weil Nebel und Schneefall war, hat man es nicht gesehen. Erst in der letzten Sekunde hat man plötzlich wie ein Fünst durch den Nebel gesehen. Und dann habe ich nur noch dem Kollegen geschrien, jetzt musst du säckeln, was du magst. Und dann haben wir einfach hier hinter die nächste Hausmauer geworfen und haben einfach nur noch beten. Die Gratlawine löste sich auf eine Höhe von 3000 Metern. Sie war 4 Kilometer breit. Die höchsten Anrissstellen bis 8 Meter hoch. Wir haben eigentlich keine Mittel, um irgendetwas zu sichern oder zu messen. Wir hatten keine Messstationen, einfach nichts. Die Lawine riss 45 Gebäude mit sich in die Tiefe. Dass es keine Toten gab, war der mustergültigen Evakuierung durch den Neuling Peter Schwitter zu verdanken. Die Gemeinde Blatten hatte damals noch keinen Lawinendienst. Ja, 1999 hat es nicht in allen Gemeinden Lawinendienst gegeben. Damals war ich Chef der Bergrettungsstation Plateau-Belal und bin eigentlich durch das über die Gemeindepräsidentin aufgeboten worden und mich um das zu kümmern, um die Situation. Und nachher hat man ja natürlich die ganze Erkenntnis, die die Gradlawine gebracht hat, hat man eigentlich gesehen, es muss ein Lawinendienst her, es muss etwas passieren. Man hat natürlich gewusst, es sind auch bauliche Massnahmen nötig und wir müssen einfach die Gradlawine in den Griff bekommen, weil so ein Ereignis wie in 1999, es kann auch in die falsche Richtung losgehen. Es kann natürlich auch fatal enden. Nach den Lawinenniedergängen war Charlie Vuillou mehr unterwegs denn je zuvor. Dort, wo die großen Lawinen gekommen waren, wünschten die Menschen nun Schutzmaßnahmen. Das Beeindruckende ist, dass die sehr nah an die Gebäude gekommen sind und dass die also Angst verursacht haben an die Bevölkerung, dass die jetzt sehr dringend Schutz brauchen, wenn es nur psychologisch ist. Wir sind ja sofort etwas unternehmen. In den beiden Gomser Gemeinden Biel und Selkingen wurde Charlie Vuillou mit Ungeduld erwartet. Nach dem Niedergang der Lawine fühlten sich die Leute bedroht. Der Gemeindepräsident von Selkingen hatte Haus und Werkstatt verloren. Wir haben also grosses Glück, dass die Lawine da ist gestoppt. Und wenn sich die Lawine weiter oben nicht hätte geteilt und ein Teil Richtung Biel und ein Teil Richtung Selkingen, das Dorf, das hätte getroffen, das wäre sicher zur Hälfte ausgelöst gekommen. Das, mit diesen Schneemassen und mit so viel Feuchtigkeit wie hier im Schnee ist drin, das wird die Schitter ausgesehen für das Dorf Selkingen oder Biel. Die Bielige Tallawine weckte Erinnerungen an die Tragödie von 1827. Damals waren 52 Menschen in den Schneemassen begraben worden. Auch wenn es diesmal glimpflich ausgegangen war, es musste nun ein Schutz her. Ja, so wie es jetzt aussieht, würde ich sagen, ja. Schon etwas machen? Etwas machen, unbedingt. Ja. Weil das ist 1827. 172 Jahre ist. Aber das letzte Mal gekommen. Ist das letzte Mal gekommen, und das selche Gebiet rennt, oder? Und dass wir jetzt so etwas machen müssen, das sehe ich schon. Und jetzt der Wald, der oben noch fehlt, kommen die Leute noch schneller danach. Was mich sehr beschäftigt hat, war eine Familie in der Grafschaft. Die Frau sagt mir am anderen Tag, wenn ihr nicht etwas macht für unseren Schutz, gehen wir auf andere Mal. Meine Mannschaft bei der Armee. Das waren 5 Leute, die waren weggegangen vom Goms. Und das war ich schon gesehen. Die Sorge um die Sicherheit der Dörfer ließ ein altes Projekt aufleben: den Bau zweier Dämme. Wenn man das Dorf schützen will, gibt es vermutlich nur eins. Und das sind Dammbauen. Und da wären wir natürlich jetzt komplett im Damm drin. Und dann müssen wir halt nicht weg, oder? Was denn für uns ein Wahnsinn ist. Ja. Ja, was meint ihr? Das ist eine harte Sache. Ich bin jetzt zwei, drei Nächte, habe ich überhaupt nicht mehr geschlafen. Ich meine, wenn man so lange da ist und nachher hat man etwas Eigens und dann kommt das weg. Das ist schon in Ordnung, wenn es in ein anderes Ort aufgestaltet kommt. Aber es ist doch nicht mehr das Gleiche, oder? Ja, jetzt gehen wir weiter. Schließlich ist das mein Eigentum und ich gehe nicht zum Häuschen. Einer verbrennen, sie sagen es nochmal.
Dann bleibe halt drin. Dann brenne ich damit. Im Sommer 99 waren die Sicherheitsverantwortlichen des Kantons und der Gemeinde Evolen oft gemeinsam im Lawinengebiet unterwegs. André Georges war da bereits seit 20 Jahren Chef des Lawinendienstes. Die Dinge haben sich verändert. Es ist vielen klar geworden, dass es Lawinenzonen braucht. So wie sie übrigens existierten. Aber alle hatten sie als zu streng kritisiert. Nun wird klar, man muss die Ausnahmefälle ernst nehmen, in den richtigen Zonen bauen, vorsichtig sein. Es braucht ein solches Ereignis. Es macht allen bewusst, was Sache ist. Im Tal unten, wo wir all die Toten hatten. Niemals hätte ich mir das vorstellen können. Niemand von uns hätte sich vorstellen können, dass die Lawine so weit runterkommen würde. Sie ging nie über den Felsen hinaus. Das übertraf alle Vorhersagen. Das hat mich etwas erleichtert. Die Frage, ob es sich bei den tödlichen Lawinen um Schicksal oder Schuld handelte, mussten sich auch die Verantwortlichen von Galtür stellen. Im Alpinarium zeigt ein Film, was vor 20 Jahren geschah. 330.000 Tonnen Schnee rasen mit einer Geschwindigkeit von 350 km pro Stunde auf Galtür zu. Ob man das Lawinenereignis heute erkennen würde mit den damaligen Mitteln, das glaube ich nicht. Es gab keinen historischen Hinweis in einer Gemeinde, die seit 1000 Jahren an dieser Stelle existiert. Es gab einfach keinen Hinweis, dass aus diesem Bereich zwei dermaßen große Lawinen abgehen können. Jetzt wissen wir es. Matles Einschätzung wird auch von den Gutachtern des Schweizer Instituts für Schnee- und Lawinenforschung geteilt. Für die Wissenschaftler war die Katastrophe von Galtür ein Mysterium. Schon bald nach dem Unglück reisen Lawinenexperten des SLF ins Paznauntal. 6 Monate lang untersuchen die Forscher in akribischer Detailarbeit die Verkettung unglücklicher Umstände, die zu dem verheerenden Lawinenunglück führte. Noch dazu waren es ja gerade auch die Fachleute, die sich dieses Ereignis nicht vorstellen konnten. Und die haben uns dann auch eher in Schutz genommen und uns auch verteidigt und haben uns dann natürlich auch gerade diesen ersten Meter unseres Weges ganz wertvoll begleitet. In Selkingen beendete der Gemeindepräsident im Laufe des Sommers 99 den Wiederaufbau seines Hauses. Zugleich trieb er das Projekt der Lawinendämme voran. Die Zeit drängte. Noch immer war die Angst vor der Lawine groß. Gestützt auf eine rudimentäre Fotomontage bewilligten die beiden Gemeinden die Dämme. Es ist immer besser, eine Entschädigung sofort, eine falsche Entschädigung sofort, als eine richtige Entschädigung, die zu spät kommt. Und damit muss ich leben. Aber hier die Leute, wenn ich sagen kann, vielleicht meine Leute in Selkingen, die haben auch so Verständnis. Es sind sicher Minderheiten, die neben uns schlagen. Und teilweise kann man das auch verstehen. Es trifft einfach so mich schon besonders hart. Im Herbst kamen dann die ersten Bagger. Das ist eine Schande. Das ist eine Schande. Die hat das ganze Zeug kaputt gemacht. Die ganze Gegend da draußen, die geht fett. Ich will nur mal das Bild anschauen, wer das gemacht hat. Das will ich anschauen. Das ist doch eine verrückte Sache. Ja, noch. Der Graben bringt dann kein Glück, das kann ich euch sagen. Das Projekt war gigantisch. Die Maschinen blieben ganze 4 Jahre in den Dörfern. Wie ist die Stimmung im Dorf? Hundsüßerabel. Wie soll ich sagen, also Hundsüßerabel.
Die Maschinen verschoben 150.000 Kubikmeter Erde. Die Lawine hatte gleich viel Schnee gebracht. Der Gemeindepräsident von Selkingen war am Ziel, auch persönlich. Sein Haus war nun durch eine Wand aus armiertem Beton gesichert. Und doch, vom anfänglichen Zusammenhalt im Dorf, der Hilfsbereitschaft, war nicht viel übrig geblieben. Vor allem für die Leute, die jetzt sehen, wie gross das Bauwerk kommt, ist das sicher fast ein Schock. Weil vorher hat es einfach friedlich ausgesehen und das ist doch eine massive Sache. Aber es scheint sich vielleicht nicht mehr nur die Pläne und das Ziel anzuschauen. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, weil die Information wäre da gewesen, wenn man sie hätte gebraucht und hätte in Anspruch nehmen. Weit weg in der Normandie hatte Jean-Louis Camp ungleich Schwereres zu verarbeiten. Man kann nicht ständig sagen, es gehe einem schlecht. Die Leute erwarten etwas anderes und wenden sich ab. Am Anfang weint man vor den anderen. Aber mit der Zeit lernt man, dass man die Tränen für sich behalten muss. Für ihn war der Verlust seiner Familie nicht Schicksal. Er ist selber Richter. Mit der Einschätzung des Walliser Untersuchungsrichters war er nicht einverstanden. Für ihn war die Lawine vorhersehbar. Auch wenn ich Momente großer Ermutigung verspüre, denke ich, dass es eine Art moralische Pflicht ist, nicht locker zu lassen. Er vertiefte sich in die Geschichte der Lawinenniedergänge von Nevolen. Daraufhin reichte er seine Klage ein. Es gab bereits 1977 eine Lawine am Torrent du Briquet, die bis an den Fuß des Felsens reichte. Also wenige Meter vom Chalet entfernt. Mein Problem ist, 25 Jahre später nachzuweisen, ob die Gemeindebehörden die nötigen Vorkehrungen getroffen haben, um die Häuser in den Gefahrenzonen vor diesen Lawinen zu schützen. Mit Jean-Louis Combs Klage begann eine jahrelange juristische Auseinandersetzung um die Frage Schicksal oder Schuld. Charlie Viu begleitete den Angeklagten zu jeder Verhandlung. Für ihn ist das Urteil bis heute unverständlich. Ich kann erleben, wie er unter dem Urteil leiden musste. Er sagt fast nichts. Es ist ein wortkarger Mann, richtig ein Bergler. Aber er leidet unter dem ständigen Angeklagtsein. Für etwas, was gar nicht schuld ist. Cette plainte, ça a amené plein de. Diese Klage hat dazu geführt, dass Unwahrheiten verbreitet wurden. Es ist wohl ein Zeichen unserer Zeit, dass man einen Schuldigen finden musste. Es hieß, man habe die Leute an Orten bauen lassen, wo man nicht sollte. Aber der Bauherr Theodolo war kein Fremder, sondern einer aus Evolène. Jeder in Evolène hätte dort gebaut. Die Gemeinde Evolène ließ als eine der ersten Gemeinden der Schweiz eine Gefahrenkarte erstellen. 1973 sah diese am Ort des Lawinenniedergangs so aus. Rot bedeutet höchste Lawinengefahr. Bauen ist nicht erlaubt. In der blauen Zone ist die Gefahr geringer und Bauen erlaubt. Vorausgesetzt, die Häuser werden mit einer armierten Betonwand verstärkt. 1977 wurde der Gefahrenplan revidiert. Die rote Zone war nun kleiner, die blaue größer. Das ermöglichte den Bau des Chalet Theodolo. Dieses stand nun mitten in der blauen Zone und nicht mehr an der Grenze zur roten. 1993 wiederholte sich das Prozedere. Noch mehr Rot wurde zu blau und damit Lawinenland zu lukrativem Bauland. Nach dem Unglück stellte sich heraus,
Das Chalet Theodolo war ohne die obligatorische Schutzmauer aus armiertem Beton errichtet worden. Das Chalet dort oben hätte vielleicht widerstanden, wenn es aus Beton gewesen wäre. Die Lawine kam nicht schnell, denn der Schnee war schwer. Mit viel Masse, aber verlangsamt. Also mit Beton. Man hätte nur das Erdgeschoss aus Beton bauen müssen. Das Holz darüber hätte es mitgerissen. Die Leute waren ja unten im Wohnzimmer, als die Lawine kam. Aber von diesen Dingen wurde nie geredet. Das ist doch erstaunlich. Man hat bloß dem Architekten die Frage gestellt. Es war verjährt. Das war's. Biel-Serkingen im dritten Jahr des Dammbaus. Die Angst vor der Lawine war längst dem Ärger über den Lärm und den Staub gewichen. Das tut einem wirklich weh, wenn man das sieht. Und ich kann nicht begreifen, dass das kein anderes Projekt hat, dass man gerade so das Land der Dalm verschandeln muss. Und wir haben Einsprachen gemacht und die Herren haben sich gar keine Zeit, noch das anzuschauen. Die haben das unter den Tisch gewischt. Und dann, was sollen wir jetzt noch machen? Ich wünsche nur allen denen, am Graben beteiligt, das sind viel Glück und nicht mehr und nicht weniger. Voilà. Im Winter 2002 mussten die Andereckens ausziehen. Sehr Andereckens. Ja. Wenn Sie hier rauf schauen, ja, denken Sie denn? Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Das denke ich. Ja. Andereckens Haus war zum Abbruch bereit. Über die Höhe der Entschädigung war ein zermürbender Streit ausgebrochen. Das ist Natur. Und die Natur, also ich bin wachsende Natur und das wird für die Situation von der Natur her, bin ich also nicht böse, also wirklich gar nicht. Das ist Natur und das passiert überall und überall müssen wir wegziehen, überall müssen wir das Leben anders gestalten, das ist ganz klar. Aber die Situation von der Menschheit. Von den Menschen drum und dran, das ist das Problem. Nicht das Wetter oder etc. drum und dran. Oder? Ich bin nie geflüchtet, dass der Löwen. Der Löwen ist einfach einmal gekommen. Das ist hier ein Weg. Das ist nicht unbedingt normal hier, aber das müssen wir fast Normalität ansehen. Das ist einmal so. Oder? Aber die Menschen. Menschen, ja. 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 Seit der Damm steht, sind die Dörfer zwar sicherer geworden, aber auch kälter. Schon am frühen Nachmittag wirft der große Bielige Damm lange Schatten über das Dorf. Der Gemeindepräsident von Selkingen weist jede Kritik von sich. 52 Tote sind einmal da und die kann man nicht wegstreichen. Das müsste nun mal eine Katastrophe geben, was ich nicht hoffe. Aber so dann immer besser wissen wäre vielleicht gut, wenn mal die Löwen wieder bis zum Montatoni kommen schauen. Ich weiß es nicht, aber es ist ja alles da gewesen. Man hat es vielleicht ein bisschen mehr verdrängt. Man hat mit der Biozone, mit allem, ist man überall ein bisschen legerer rumgegangen. Das sind vielleicht Fingerzeige von der Natur. Ich sage immer, die Natur, die gibt es, aber sie will einfach dem zurück. Die nicht ihn einfach an Handwerker, wie es ist einfach gefällt. Und das müssen wir einfach sehen. Die jährliche Prozession zum Gedenken an die Lawinentoten von 1827 konnten die Dämme nicht zum Verschwinden bringen. Aber jetzt, wenn ihr so grosse Lawinendämme habt, müsst ihr doch keine Prozession mehr machen. Was denn? Wenn ich jetzt leben gehe, ohne Glauben, das glaube ich nicht. Oh, das müssen wir Prozession, das ist noch schön. Nein, das behalten wir schon. An alten Brüchen müssen wir behalten. Fertig, Schluss. Trotzdem? Ja. Dass ihr immer meint, die Dämme sind ein Schutz. Die ist ein Schutz und fertig. Und wenn der Herrgott sagt,
Er kommt, so kommt er, und wenn er nicht, so kommt er nicht. Fertig. Die Lawine von Evolène löste sich in einer Höhe von knapp 3000 Metern als Staublawine. In den tieferen Lagen riss sie nassen Schnee mit sich. Dass sie durch die tiefe Schlucht und sogar über den Felsen hinausdringen würde, dafür gab es in Evolène, ähnlich wie in Galtür, keine gesicherten historischen Hinweise. In Evolène existierte jedoch eine gültige Gefahrenkarte. Diese stützte sich nicht auf historische Lawinenereignisse, sondern war durch eine Computersimulation berechnet worden. Für die Einschätzung des Gerichtsgutachtens war sie dennoch entscheidend. Wenn ich daran denke, dass man bereits in den 70er Jahren Fachleute hatte, die auf die Gefahr dort hingewiesen haben, auf die Lawinengefahr, und dass in den 90er Jahren die Lawinengefahr dort bestätigt worden ist, dann muss ich jetzt ganz klar sagen, die Lawine ist vorhersehbar gewesen. Die Gefahrenkarte verdeutlicht diese Einschätzung. Unvorhersehbar war gemäß den Gutachtern lediglich das Ausmaß der Lawine. Sie floss über die rote und blaue Zone hinaus. Dort, wo die Lawine gekommen war, ist Bauen heute verboten. Die Gerichtsverhandlungen dauerten Jahre. Angeklagt waren der Gemeindepräsident von Evolène sowie der Chef des Lawinendienstes der Gemeinde. Anwesend im Gerichtssaal war auch Jean-Louis Combes. Es ist umso schmerzhafter, weil es der 6. Jahrestag des Unglücks ist. Seit 2186 Tagen warte ich auf diesen Prozess. Zur Anklage kamen nicht die verjährten Vergehen, wie etwa die fehlende Schutzmauer des Chalets Théodolot, sondern lediglich das Verhalten der beiden Verantwortlichen am 21. Februar 1999. Gemäß der Gerichtsakten brach André Georges an diesem Morgen früh auf. Er erstellte ein Schneeprofil und kam zum Schluss, dass in Evolène sehr große Lawinengefahr bestand. Gefahrenstufe 5, das heißt höchste Gefahr. Ja, ich gab Stufe 5 aus. Das war total außergewöhnlich. Regen und der Schnee nass bis auf 2000 Meter. Ich dachte, dieser werde die Lawine bremsen. Es war unvorstellbar, dass sie so groß werden würde. Ich hatte in den oberen Lagen einige Chalets evakuiert. Dass die Lawine bis zum Talgrund kommen würde, war unvorhersehbar. Nachdem er die Gefahr festgestellt hatte, traf Schorsch sich mit dem Gemeindepräsidenten. Dieser segnete seine Maßnahmen ab. Für den Talgrund, wo sich die Kantonstraße und das Chalet Théodolot befanden, beschlossen sie keine Maßnahmen. Der Rettungschef hat für diesen Tag allerhöchste Lawinengefahr herausgegeben, also Stufe 5. Und er hätte dementsprechend auch müssen die Massnahmen einleiten, die man für solche Fälle üblicherweise macht. Und was wäre das gewesen? Das wäre die Sperrung der Strasse und Evakuation der gefährdeten Gebiete. Gegen diese Massnahmen sprachen zwei gewichtige Gründe. Das Fehlen historischer Hinweise und die Daten der Messstationen in und um Evolène. Aufgrund dieser Schneemengen, die wir hier hatten, hatten wir keine Begründung, hier zu schliessen. Wenn wir hier oben noch 22 bis 25 cm Schnee gekriegt haben, ist das fast das Maximum gewesen, oder 40 cm. Das ist nicht sehr viel im Vergleich zum nördlichen Teil des Kantons. Es hat hoch geregnet. Mit dem Regen hat es natürlich den Schnee stabilisiert, und das hat es aber nicht gemacht. Die Unterlage war nicht so gut. Und dass die Masse so gross in diesem Volumen kann ausfließen, aus dem Couloir bis zur Straße, kann ich mir heute nicht vorstellen. Die Einwohner von Evolène kannten sich aus mit Lawinen. Sie hatten immer wieder Verschüttete geborgen. Allerdings, in Gebäuden waren seit über 200 Jahren keine Menschen von Lawinen getötet worden.
Groß war daher die Ratlosigkeit, als am 21. Februar die Nachricht von verschütteten Häusern eintraf. Man musste ein Konzept aufziehen, wer, wenn, was unternimmt, beispielsweise für die Strassensperrungen, für die Evakuationen, wer welche Häuser geht holen, woher, was man die Leute bringt im Dorf und so weiter. Diese Massnahmen werden normalerweise geplant und auch geübt. Zwischen Schien und Evolen war das nicht der Fall. Wegen dieser Unterlassung wurden die beiden Verantwortlichen der mehrfachen fahrlässigen Tötung beschuldigt und zu bedingten Gefängnisstrafen und einer Geldbuße verurteilt. Möchten Sie dem Gemeindepräsidenten von Evolen und André Georges etwas sagen? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Es gab einige Jahrestage seit 1999. Jedes Jahr, am 21. Februar, erinnerte man sich in zwei Sätzen an die Verurteilung. Es gibt Leute, die nicht wissen, was sich ereignet hat. Wenn man sagt, dass der Gemeindepräsident und der Sicherheitschef verurteilt worden seien, erfasst das nicht das ganze Problem. Aber man muss damit leben. Mein Gewissen ist ziemlich ruhig. Das ist gut. Der Lawinenschutz profitierte vom Urteil von Evolen. Gefahrenkarten können seither nicht mehr übergangen werden. Dies ändert nichts daran, dass das Urteil bei vielen Einheimischen, insbesondere den Sicherheitsverantwortlichen im Berggebiet, auf Unverständnis stieß. Viele sehen ihre beiden Kollegen bis heute als Sündenböcke. Die Sicherheitsverantwortlichen von damals und die in dieser Situation entscheiden, die sind natürlich schon. Es hat sehr grosse Emotionen geweckt. Das ist. Und was sind so die Argumente? Ja, man hat einfach plötzlich nicht mehr gewusst, ist man überhaupt noch gedeckt, wenn einmal etwas passiert. Wer trägt schlussendlich wirklich die Verantwortung und für was wird man verurteilt oder wird man nicht verurteilt? Und was können sie einem vorwerfen und ab welcher Lawinenstufe muss man eigentlich sperren oder sollte man sperren? Alle so Fragen, die sind plötzlich im Raum gewesen. Und sind zum Teil natürlich auch nicht beantwortet worden. Und dann ist eine grosse Unsicherheit entstanden. Im österreichischen Galtür hatte sich die Schuldfrage nicht gestellt. Entsprechend leichter fiel dort die Verarbeitung der Tragödie. Im Alpinarium pflegt man die Erinnerung in einem eigens dafür eingerichteten Gedenkraum. Wenn ich jetzt zurückerinnere an den Winter 99 und mir die Frage stelle, was war denn vielleicht die größte Leistung auch unseres Dorfes, so war es nicht der Wiederaufbau und es war auch nicht der Bau des Alpinariums, sondern es ist die Freundschaft zu den Hinterbliebenen der Opfer vom Februar 1999. Und es ist schon etwas Besonderes, wenn die Hinterbliebenen wieder nach Galtür kommen, bei denselben Vermietern wohnen, aber auch zu mir aufs Gemeindeamt kommen und wir gemeinsam lachen können und gemeinsam auch einen Schnaps trinken können. Das ist eine gute Bewältigung. Evolen ist heute weit, was den Lawinenschutz angeht. Nach anfänglichem Zögern kommen auch die Feriengäste wieder. Was die Bewältigung der Tragödie von damals angeht, bleibt dagegen noch viel zu tun. Es wird eine große Gedenkmesse geben. Auf Seite der Gemeinde sind wir dabei, die Familien der Opfer zu befragen. Denn es ist sehr schwierig, in dem Zusammenhang zu wissen, was von gutem und was von schlechtem Geschmack ist. Es ist sehr kompliziert, aber wir müssen etwas tun. Und dafür müssen wir die betroffenen Familien an unserer Seite haben und nicht gegen uns. Auch aus Bilselkingen gibt es verhalten gute Nachrichten. Bertha Hauser hat ihr Haus vor einigen Jahren schließlich doch freiwillig verlassen.
Seit die Dämme stehen, haben sich einige neue Familien niedergelassen. Allerdings nur in Selkingen. Markus? Altgemeindepräsident Markus Walter freut sich darüber. Es ist ihm eine späte Genugtuung und rechtfertigt den massiven Eingriff in die Landschaft. Den Preis für die Sicherheit bezahlt er gerne. Mein Haus ist geschützt. Ja, muss nicht immer minder wert, aber da könnte man sagen, müssen wir jetzt nicht einen Mehrwert zahlen. Das ist ja immer die Diskussion. Wenn man per Mappen schützt, ist es jetzt nur der Minderwert oder bekommt es einen Mehrwert? Es kann hier bleiben, vielleicht 2 Stunden weniger Sonne. Ich kann mir das nicht äussern und sagen, das ist richtig oder das ist richtig. Aber man könnte sagen, es hat einen Mehrwert bekommen. Ich lebe wieder, oder wie wir vorhin gesehen haben, schlafe wieder gut. Ja, aber gleich. Das sagst du jetzt, weil du auf dieser Seite vom Damm wohnst. Ich lebe jetzt auf der Sonnenseite vom Damm. Ja, aber es hat ja alles hat 2 Seiten. Aber das End hat nur die Wurst 2. Und das wird auch hier so bleiben. Das wird nie ein End haben. Und man kann nie alle Leute recht machen. Und das wäre ja auch nicht gut. Auf der Bieler Seite nimmt die Bevölkerung fortlaufend ab. Die Andereckens sind noch da. Sie haben ihr neues Haus in sicherer Distanz zum Damm gebaut. Ich muss gerade ehrlich sagen, der Damm schlussendlich, wenn man sich anschaut, hat es nicht gebraucht. Nie im Leben. Aber wir haben ja keine andere Wahl gehabt. Wir haben keine andere Wahl gehabt, die zu sagen, die hat uns mit der Verwaltung fertig gemacht. Ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Man sieht es fast nicht mehr. Und wir wissen, es ist ein Schutz, den gewisse Leute sehen, aber die meisten sehen es nicht mehr. Das ist gut versteckt. Darum sage ich, solche grossen Ereignisse werden keine Erfen mehr zerstören, wenn wir solche Schutzmaßnahmen treffen können. Es war kostspielig, aber wir wenigstens ein paar Leute können dann ganz behalten. Charlie Villoux genießt seinen Ruhestand. Er konnte in seinen letzten Jahren als Sicherheitsverantwortlicher im Wallis sämtliche Lawinen, die 1999 die Menschen bedrohten und töteten, mit Schutzmaßnahmen sichern. Heute würde ich sehr wahrscheinlich also ein Evolen nicht mehr zum zweiten Mal haben. Heute hat man die Gefahrenkarte viel besser im Griff. Man hat die Sicherheitsverantwortlichen viel besser ausgebildet. Und man kennt aber die Standorte, wo gewisse Fälle eben passieren können. Obwohl ein Gletscherabsturz, das kann man jetzt nicht sagen, was da stattfindet. Bondo hat man auch nicht gewusst und solche Fälle, das gibt es natürlich immer. Aber eben grosse Lawinen in Wohnsiedlungen, das ist vermutlich fast nicht mehr zu erleben. Das haben wir im Griff. Ich vermute das schon, ja. Oder ich hoffe es. Auch die Gratlawine oberhalb von Platten ist gezähmt. 20 Jahre lang hat Peter Schwitter, der zum regionalen Lawinenspezialisten aufgestiegen ist, mit ihr gerungen. 4 Meter. Das ist schon gewaltig, ne? Erst versuchte er, sie mit Sprengstoff zu zähmen. Der Einsatz des Helikopters zum Sprengen setzte sich nach dem Lawinenwinter 99 allmählich durch. Wenn auch nur zögerlich. Zur Bekämpfung der Gratlawine gab es jedoch keine Alternative. Als wir mit dem Helikopter geschossen haben, hatten wir 2-3 Mal brandgefährliche Situationen. Weil einfach das Problem ist, der Heli ist zwar ein super Instrument zum Schießen, aber der kann natürlich nur bei schönem Wetter fliegen. Und dann mussten wir immer warten, bis die Wetterlage durch war. Also quasi die Schneefälle und der Sturm alles durch war. Und haben erst nachher, sobald das aufgetan hat, können starten und schießen. Und das hat natürlich nach einem 3-4-tägigen Schneefall bedeutet, dass wir hier enorme Schneemassen abschießen mussten. Und das hat dann halt teilweise Lawinen gegeben, die dann halt fast bis auch wieder Richtung Kantonstrasse sind und so. Und das ist einfach in meinen Augen, ich hätte das einfach nicht mehr verantworten wollen, nicht mehr verantworten können. Nach dem 99 ist eine ganz klare Angst war da vom Schießen. Man hat natürlich negativ Beispiel von Löckerbot und überall keine Evolien und alles zusammen. Und es war auch begreiflich. Es war nicht einfach. Am Anfang war es wirklich nicht einfach zu entscheiden, was ist hier am gescheitsten ist.
In den folgenden Jahren testete Peter Schwitter immer neue Methoden, um die Lawinen zu entschärfen. Heute ist das Sprengen der Lawinen schweizweit der Standard im Lawinenschutz. Heute haben wir Messstationen, wir haben Mittel zum Lawinen abschießen, wir haben Möglichkeiten mit dem Heli zu arbeiten, wir haben alles Mögliche, wo wir jetzt euch selbstständig organisieren können, wo wir können entscheiden. Und das ist natürlich schon viel, viel einfacher und besser als damals im 99. Seit 2009 haben wir Gasex-Anlagen, die auf dem ganzen Hang verteilt sind. Insgesamt sind es jetzt 13 Zünderrohre. Und so können wir eigentlich den ganzen Hang portionenweise immer abschießen. Abschießen und mit lichtempfindlichen Kameras aus sicherer Distanz überwachen, ob die Sprengung erfolgreich war. Der neueste Schrei ist die Überwachung per Radar. Das Lawinenradar hat jetzt natürlich einen unglaublichen Vorteil, dass er ermöglicht, quasi bei jeder Tageszeit, bei jedem Wetter zu schiessen. Weil das ist unabhängig von der Sicht. Es nimmt Lawinen auf, auch trotz dem Nebel und trotz dem Wind und Sturm. Und das wird uns jetzt die Arbeit erleichtern, dass wir zum Beispiel die Lawinen schiessen können. Auch in den Randzeiten, wo wir eher weniger Probleme haben mit Kantonsstrassen und einfach weniger Leute auf der Piste oder was auch immer. Nach jeder Sprengung kontrolliert Peter Schwitter, wie viel Schnee abgegangen ist. Dabei inspiziert er auch seine 13 Kanonen. Da sehen wir jetzt schön, die wir geschossen haben das letzte Mal. Hat genau die Windrichtung nicht gestummen. Und hier jetzt genau gestummen. Ja, hier ist genau Nordwesten. Ja, richtig, darf er jetzt so eingeblasen. Jetzt siehst du, es ist schöne Gewächter, super schöne Aris hier. Und hier ist alles grün bis auf den Boden. Ja, die da hat immer eine sensationelle Wirkung, die Kanone. Ja, die hat immer. Die ist bumm. Die Anlage stand eigentlich super. Peter Schwitter setzt große Hoffnung auf diese Technik. Mit ihrer Hilfe will er sowohl das Schicksal wie die Schuld eliminieren. Ich persönlich habe das Gefühl, mit den Mitteln, die wir jetzt haben, werden wir in Zukunft die Situationen besser beherrschen können. Der letzte Winter hat es ja eigentlich gezeigt. Wir haben ja enorme Schneemassen gehabt. Ich habe am letzten Winter die Gradlawine 10-mal schiessen und habe wirklich von diesen 10-mal, 7-8-mal grosse Lawinen geschossen. Und haben eigentlich den ganzen Winter problemlos überbrücken ohne grosse Massnahmen, Evakuationen oder so etwas. Und das zeigt eigentlich schon auf, dass man mit diesen Mitteln, wenn man sie richtig einsetzt, die richtigen Leute vorne dran sind, richtige Handhabung, bin ich überzeugt, dass man das auch in den Griff bekommen kann. Es ist eine gewagte Aussage, weil man darf eins nicht vergessen, es ist alles mit Technik verbunden. Und Technik kann versagen. Und dann wäre natürlich in so einem Fall Einstein gebunden. Peter Schwitter beobachtet den Hang Tag und Nacht. Sobald viel Schnee gefallen ist, drückt er einen Knopf. Gas strömt in die Kanone.